Ja, Zementa, hast du die Hände gewaschen? Nee, du warst doch gerade auf Klo. Ja, ob du die Hände gewaschen hast? Na, aber ab zurück, was bist du ekelhaft oder was? Zementa, was soll denn das? Die kannst du bitte, also, ist da, verstehst du, ist da ganz normal, man geht die Hände waschen, ey. Und nimm die Schütze von der Kamera, was soll denn das? Läuft schon, siehst du, läuft nämlich schon jetzt hier. Verdammte Axt. Also mal schon wieder. Ha. Na, ihr Zwiebelschälchen? So, neues Jahr, neues Update. Wir haben Ende Januar und es wird Zeit, über Neuigkeiten zu berichten. Es gibt nicht viel zu berichten, aber von allem ein bisschen was. Und fassen wir denn heute mal zusammen bei einem kleinen Update wieder. Wa? Verstehst du? Viel Spaß. Ja, fangen wir natürlich mit den Neuigkeiten an, mit denen wir auch letztes Jahr schon angefangen haben oder generell jedes Jahr anfangen, weil das ja auch auf dem Kanal durchaus betreffend ist und geht um Partworks. Ihr wisst, neues Jahr, neue Partworks. Ist jedes Jahr so, da kommt eine Flut an Partworks von allen möglichen Herstellern. Und Hachette hat sein Flaggschiff rausgeschickt, also das im wahrsten Sinne des Wortes, verstehst du, sein Flaggschiff. Hier, die Graf Zeppelin im Maßstab 1 zu 200, 131 cm lang, 19 cm breit und 30 cm hoch, 8 Kilo wiegt der Wonneproppen und hat unzählige Funktionen. Wird hier aber wie die U96 leider nicht gebaut. Das Einzige, was ich mir aus dem Starter-Set hier noch rausnehme, aus der Erstausgabe, wird das kleine Flugzeug mit der Testplatine sein, weil vielleicht kann man das ja irgendwo anders mal benutzen, gebrauchen, Modelleisenbahn oder so. Es ist ja, ich meine, das ist da schon mal ein bisschen Funktion mit drin in der ersten Ausgabe. Wie dem auch sei, das Modell wird hier nicht gebaut, ist überhaupt nicht mein, wie sagt der Unterstrich immer, nicht mein Beuteschema. So nehme ich, verstehst du? Also wird hier nicht gebaut. Punkt. War aber jetzt auch, also die Graf Zeppelin war jetzt auch stellvertretend für alle neu erscheinenden Partworks auf dem Markt. Da gibt es die Disney Platin Bücher, gibt es die Graf Zeppelin, hat man ja gerade. Ja, bin ich raus. World of Warhammer, glaube ich, ist da noch mit dabei. Ihr könnt euch das gerne mal angucken. Es gibt viele, viele Kanäle, die sich mit Partworks befassen, intensiver befassen, als wir das hier tun, liebe Freunde. Ja, wie gesagt, das war jetzt bloß stellvertretend für alle anderen Erstausgaben, Partworks. Alle Partworks, die neu gestartet sind. Bei uns hier, wir wohnen weiter mit dem Puppenhaus, hätte ich mir sagen lassen. Es wurde jetzt auch viel dran gefummelt. So dass es leuchtet. Ist auch ganz schön. Habe ich mir angeguckt. Sieht gut aus. Hat er professionell gemacht. Also, sieht gut aus. Professionalität ist ja, ist ein Hobby. Punkt. So. Was haben wir noch? Gibt es sonst noch was Neues? Naja, wie gesagt, Puppenhaus geht weiter. E.T. haben wir ja auch, ist ja neu eigentlich, kann man so ja sagen. Das hatten wir aber im letzten Update-Video schon. Erstens, zweitens ist ja nun auch schon die erste Folge E.T. online. Und die nächsten Folgen kommen demnächst, denn die nächste Lieferung ist auch schon mal auf dem Weg, halt gehört, halt so, ne? Und was ich auch sagen möchte, geht immer ein bisschen unter, aber. Es passiert ja auch sehr viel neben der Kamera, außerhalb der Kamera. Dazu wird euch aber Uli gleich mehr erzählen. Was ich jetzt noch aber teasernd erwähnen möchte, ist ja, vielleicht habt ihr das mitgekriegt für alle, die es betrifft. Die Karnevalssession hat wieder angefangen, seit dem 11.11. eigentlich kann man sagen, aber so richtig erst seit nach Silvester geht das erst so richtig los. Und wir werden dies ja logischerweise auch wieder mit dabei sein, mit gefangen, würde ich sagen. Wir sind auch schon komplett ausgestattet. Wir haben auch schon den Motto-Schal, den aktuellen. Wir haben gebucht. Das ist alles unter Dach und Fach. Wir werden also in Köln auch dieses Jahr wieder mit dabei sein. Allerdings die gleiche Zeit. Also wir sind immer freitags bis sonntags dort. Und zwar den Sonntag vor dem Rosenmontag, weil sonntags ist der zweitgrößte Umzug in NRW. Der zweitgrößte Karnevalsumzug. Wenn nicht so ja in ganz Deutschland, würde ich meinen. Ne? Könnt ihr mir ja da draußen weiterhelfen? Wisst ihr die Antwort? Ist der Schul- und Fehdezug der zweitgrößte Karnevalsumzug in ganz NRW oder in ganz Deutschland? Ich würde sagen, in ganz Deutschland. Ich kenne keinen, der größte ist natürlich der Rosenmontagszug. Naja, wie dem auch sei, ich schweife ab. Da sind wir auch wieder von Freitag bis Sonntag in Köln, nehmen die gleiche Veranstaltung mit wie sonst auch. Es hat sich einfach bewährt und das sind schöne Veranstaltungen. So,
Das haben wir. Also wir haben Partwork durch. Wir haben Köln Karneval durch. Das ist übrigens auch schon geschmückt, weil Weihnachten ist vorbei. Falls euch das noch nicht aufgefallen ist, hier hängt keine Weihnachtsdeko mehr. Wir schwenken mal ganz kurz rüber. Habt ihr gesehen? Keine Weihnachtsdeko mehr. Dafür ist jetzt aber für Karneval geschmückt. Hier habe ich jetzt für Karneval nichts geschmückt, aber in den anderen Bereichen der Wohnung. Kann ich euch versichern. Aber das ist jetzt nicht zeigenswert. Also das ist kein Vergleich zu Halloween oder Weihnachten hier. Das ist was anderes. Aber es kommt Stimmung auf, so viel kann ich schon mal sagen. Gut, kommen wir zum nächsten Thema. Und da wird aber Olli drüber sprechen. Deswegen gebe ich mal ganz kurz ab an Olli. Tja, wir haben zwar hier noch keine Deko, aber Stimmung ist trotzdem. Zum einen ist natürlich die Vorfreude da auf Köln. Die Musik läuft schon rauf und runter, vor allem die ganzen neuen Titel. Der Karnevalsschal wird getragen, den habe ich jetzt gerade nicht hier. Ich hole ihn schnell. Und da ist er auch schon. Ratzfatz geht das hier. Ja, so sieht er in diesem Jahr aus. Ne, ihr seht das schöne Karnevalswappen aus Köln. Hier haben wir noch die Skyline. Der ein oder andere kennt sie vielleicht aus unserem Wohnwagen. Und das Motto Wattetheater, Wattejäckespiel. Das Motto 2023-24 oder in der Session 2023 und 24 ist das Motto Wattetheater, Wattejäckespiel. Das steht auch auf der Rückseite vom Schal nochmal drauf. So sieht dann übrigens die Rückseite aus. Ihr seht es, ne? Wattetheater, Wattejäckespiel. Ja, und ich finde das richtig toll. Also dem Motto entsprechend hat man den Schal hier unten gestaltet. Das gefällt mir richtig gut. Auch natürlich hier wieder mit den Konfetti-Bömmels. Das Schöne ist, der Schal, der hat hier eine Tasche. Kann man das sehen? Ja. Kann man aufmachen, kann man Dinge reintun, Handy, Zigaretten, Bargeld, alles Mögliche. Und das funktioniert wirklich gut. Also für uns ist es natürlich sehr praktisch jedes Jahr. Seitdem sie die Taschen in den Schals haben, ist das noch praktischer. Beziehungsweise für uns noch ein bisschen einfacher, weil es natürlich immer schwierig ist, im Kostüm irgendwo noch die Sachen zu verstauen, die man häufiger benutzt. Und eine Tasche mit sich rumtragen ist immer ein bisschen nervig. Und das mit den Schals halt gut gelöst. Dann hat man hier wie so ein kleines Loch. Und hier ist eine rote Bömmel. Und die Bömmel kommt hier durch das Loch gestopft. Und damit ist der Schal auch zu. Und so kann man ihn dann im Karneval tragen. Das ist aber gar nicht das, was ich euch zeigen wollte. Wir hatten zwar gerade das Thema Stimmung, aber Stimmung ist auch etwas anderes bei mir gerade. Das bekommt ihr vielleicht gar nicht mit, aber es passiert ja auch hier ganz viel. Zu Hause bei uns privat natürlich. Und es gibt auch immer mal wieder Momente, wo ich Lust habe zu basteln, aber keine Lust habe darauf, das zu dokumentieren. Also gleich immer die Kamera hinzustellen und ein Video davon zu machen und so weiter. Und deswegen passieren immer mal so Kleinigkeiten im Hintergrund, von denen ihr vielleicht gar nicht so viel mitbekommt. Wie zum Beispiel letztes Jahr habe ich ja angefangen, den Kölner Dom aus Pappe vom Schreiber zu bauen. Da wird sicherlich irgendwann auch weitergehen. Spätestens, wenn wir aus Köln zurückkommen, weil ich weiß immer, da habe ich dann richtig Bock drauf auf solche Sachen. Und dann habe ich auch noch Zeit dafür, weil es ja noch die kalte Jahreszeit ist. Ich habe mich aber tatsächlich vor 2 Wochen wieder mal ein bisschen rangetastet an die Black Pearl. Ihr seht es hier schon, ist das Bug der Black Pearl im Bild zu sehen. Das Ding ist, dass es wirklich sehr aufwendig ist, so ein Modellschiff zu bauen aus Holz. Zum einen, zum anderen ist es noch schwieriger, das Ganze tatsächlich so einigermaßen gut rüberzubringen, was für Aufgaben oder was für Sachen man so macht. Und es ist sehr langwierig, die Arbeit selber und das Ganze noch mit der Kamera zu dokumentieren, ist unfassbar anstrengend und ich finde auch teilweise nervig, dass da vergeht einem echt die Lust am Bauen. Und deshalb habe ich mich jetzt so hingesetzt, ohne Kamera und schon mal weitergemacht. Ich weiß, seit dem letzten Update dürftet ihr jetzt hier leider nicht so viel dran sehen. Es ist unten der Kiel, wenn das so heißt, ist dazu gekommen. Das hier, das war vorher noch nicht. Hier hinten haben wir jetzt auch zugemacht. Da gilt es jetzt noch, überall die Ecken und Kanten zu schleifen. Einmal ringsrum, überall wo notwendig ist, also so grob den Rumpf habe ich schon geschliffen. Es gibt aber noch ein paar Kleinigkeiten, die noch gemacht werden müssen, denn im nächsten Schritt kommt die zweite Beplankung. Und wenn die dann drauf ist, dann gibt es wahrscheinlich schon wieder Zeit fürs nächste Update, denk ich mal. Weil ich sitze ja jetzt nicht jeden Tag dran, weil wie gesagt, ich habe damit angefangen. Dann habe ich jetzt an dem Puppenhaus ja die Beleuchtung anders gemacht oder umgeändert, nach meinen Wünschen mit einem Arduino entsprechend. Übrigens ist das Video sehr erfolgreich, das freut mich, dass das so gut ankommt, das Thema. Und es sind tatsächlich einige dabei, die so ein bisschen versuchen, das
auch zu machen und denen ich so versuche, so ein bisschen zu helfen. Also ich bin in regem Austausch mit anderen Leuten, die auch ihr Puppenhaus beleuchtet haben wollen oder beleuchten möchten. Ich versuche halt mit Listen, was sie brauchen und dann Anleitungen im Sinne von Tipps und so weiter, den Leuten da so ein bisschen durchzuhelfen, insofern es denn möglich ist, über die Distanz. Ja, ihr solltet, also das war eigentlich bloß das kurze Update, das ist wahrscheinlich auch wieder ewig lang. Ich baue also quasi schon eine ganze Weile wieder auch an der Black Pearl. Allerdings, wie gesagt, wird es davon keine Videos geben. Ich werde das immer mal wieder in einem Update-Video zeigen. Vielleicht mache ich auch mal wieder einen Livestream, wobei ich sehr viel Lego habe, wovon ich einen Livestream machen wollte eigentlich mal. Deswegen, ja. Da sitze ich jetzt ganz in Ruhe dran, da opfere ich meine Zeit für, da brauche ich auch nicht dran denken, dass die Kamera noch läuft oder ob die Kamera noch läuft und. Spare mir also auch ein bisschen Arbeit und dann macht es auch wieder viel mehr Spaß. Naja, das ist doch schön zu wissen, dass es zumindest im Hintergrund hier so ein bisschen weitergeht an der Black Pearl. Ja, also wie Olli schon sagte, wir werden euch regelmäßig hier in den Update-Videos entsprechend Updates zeigen. Gut, kommen wir zum Thema Disney. Auch da kann Olli mehr zu sagen, bin ich raus. Es ist sicherlich wieder das ein oder andere dazugekommen. Ich bin gespannt, was er uns diesmal wieder zu zeigen hat. Das ist ein Knallkopf. Naja, egal. Gehen wir mal rüber und Matt ab. Viel Spaß mit Disney. Also, seit dem letzten Update ist natürlich nicht viel passiert. Wie gesagt, davor war es ja immer so, dass es immer keine Updates-Videos gab und hat sich so einiges angesammelt. Hat sich jetzt natürlich auch, aber es ist im Vergleich zum letzten Update-Video ein Bruchteil davon, sagen wir es mal. Wie es ist. Wir fangen mit dem Einfachsten, mit dem Banalsten an, und zwar die aktuelle Ausgabe der Mickey Mouse. Die gibt es aktuell im Zeitschriftenhandel und da ist tatsächlich mal wieder ein cooles Gimmick dabei, was ich sehr, sehr cool finde. Also unsere Kinder lieben ja Gesellschaftsspiele. Ich bin da nicht so der Freund von. Es kommt auf das Spiel drauf an. Ja, also Monopoly mag ich ganz gerne oder Zug um Zug. Oder eben so einfache Sachen wie Reaktion testen. Das finde ich ganz cool. Kann man sicherlich auch zwischendurch mal spielen. Oder halt beispielsweise im Auto unterwegs, wenn die Kinder hinten mal wieder, oder wenn den Kindern hinten im Auto mal wieder langweilig ist, dann einfach hier den Apparillo hingeschmissen und dann können die ein bisschen testen. Da wird immer eine Licht- und eine Tonabfolge abgespielt und man muss das quasi 1:1 wieder nachmachen und natürlich steigert sich da der Schwierigkeitsgrad. Das fand ich mal wieder ein ganz sinnvolles Gimmick. Beim nächsten Mal ist wieder irgendein Schrott dabei. Deswegen, ja, manchmal kaufe ich es wegen der Gimmicks, wenn was Cooles dabei ist. Jede Mickey Maus muss ich aber auch nicht haben. Ich komme immer gar nicht dazu, die zu lesen. Von dem her, dafür habe ich ja dann die lustigen Taschenbücher. Da ist ein bisschen mehr drin, da kriege ich jeden Monat eins. Und da habe ich dann auch eine Weile Zeit, das zu lesen. Übrigens auch der Hinweis mit Batterien. So, kommen wir zu etwas anderem. Das habe ich tatsächlich im letzten News- oder im letzten Update-Video schon gehabt. Mir ist aber erst danach aufgefallen, dass ich es vergessen habe zu zeigen. Und zwar meine Hausschuhe, die ich mir im Dezember gekauft habe. So sehen die aus. Das ist ja klar. Zwei Stück. Die habe ich mir im Dezember gekauft. Bei Primark. Und da die neutral waren und nicht Weihnachten bezogen, dachte ich mir, die sind super. Die kannst du ganzjährig tragen. Zumindest so lange, wie sie durchhalten, sind halt vom Primark. Ich gebe denen jetzt keine große Lebenserwartung. Aber sowas in der Art an Hausschuhe wollte ich schon immer haben und ich finde die ganz cool. Ich mag die. Weiter geht's ebenfalls beim Primark. Das ist eine Art Collegejacke, aber was dicker. Weiß gar nicht, kann man das... Ja, hier. Da ist ein Mickey hinten drauf, komplett in weiß. Oder weiß-schwarz. So, genau. Ich kann gar nicht so richtig erkennen, was das ist. Die Kinder sagen, es wäre ein Schal. Ja, muss ja. Und da ist die Mütze, oder was? Die Nase ist bloß ein bisschen lang. Na, ist egal. Es ist ein Mickey drauf. Der ist hier vorne auch nochmal drauf, allerdings ohne Schal. Mit dem Schriftzug The Original. Und wir haben hier nochmal das Baujahr 1928. Die gab es auch beim Primark. Die ist was dicker. Das heißt, die kann man jetzt... Ja, ich würde sie jetzt nicht unbedingt nur als Sweatjacke drunter tragen und dann noch eine dicke Jacke drüber. Also dafür ist das Teil schon sehr weit. Das ist was zum so tragen. Also jetzt nicht, um es irgendwo zu tragen, wo man noch was drunter anzieht, sondern ist so, wenn es mal im Sommer abends ein bisschen frischer ist, dann ziehst du sowas an. Oder im Frühjahr, ne, tagsüber, wenn du weißt, ah, heute wird es schon was wärmer, dann lasse ich doch die Übergangsjacke im Schrank und ziehe dann so eine dafür an. Aber von solchen Übergangsjacken habe ich eigentlich schon, was heißt Übergangsjacke, das ist ja keine Übergangsjacke, aber so Sweatjacken. Ich habe Sweatjacken. Ja, ich habe eine gute Auswahl an Disney-Sweatjacken. Vorzugsweise Mickey, wisst ihr ja.
Ich habe auch inzwischen schon eine kleine Sammlung an Pullovern, also nicht nur diese Sweatjacken, sondern auch Pullis inzwischen sind ein paar dazugekommen. So, ich habe nur eine einzige Jeanshose, wo Mickey-Maus-Motive drauf sind. Es gibt halt, und das sage ich auch immer wieder, für Männer nicht viel. Das ist ein Problem. Und von den wenigen Sachen, die es gibt, müsste man sich immer gleich schon einen Vorrat kaufen, weil man weiß nie, wann man das nächste Mal wieder etwas in der Art sieht. Das fängt bei Schuhen an beispielsweise. Ich habe nur ein einziges richtiges Herrenpaar Schuhe mit Disney-Motiven drauf. Oder mit Mickey Mouse drauf, die von Adidas. Die habe ich euch, glaube ich, auch schon mal gezeigt. Das sind die einzigen Herrenschuhe, die ich habe, und auch noch Markenschuhe, wo Mickey Mouse drauf ist. Die anderen habe ich mir im Disneyland letztes Jahr mitbringen lassen. Das sind, denke ich mal, Unisex-Schuhe. Mit der Hose ist es so, ich habe nur die eine, ansonsten ja Jogginghosen ohne Ende, aber so Jeanshosen, so für mal, ne? Also ich trage natürlich jeden Tag Jeanshosen, ist klar, aber man ne, möchte ja mal Abwechslung haben. Und auf den anderen Jeanshosen ist kein Mickey drauf. Und das finde ich ein bisschen schade. Und genauso ist das im Winter auch mit den Jacken. Im Sommer oder im Frühjahr oder im Herbst, da kann ich ja diese Übergangsjacken tragen, die habe ich ja auch von Disney. Das ist ja nicht das Problem. Aber wenn es richtig knallekalt ist, im richtigen tiefsten Winter, da fehlt Jacke. Kopfbedeckung habe ich. Ohne Ende Mützen habe ich. Socken habe ich. Schuhe habe ich. Hose habe ich. Es fehlt nur an einer gescheiten Winterjacke, wo man irgendwas von Disney drauf erkennt. Und ich habe jetzt eine gefunden. Ich weiß nicht, wem die Firma Columbia Sportswear etwas sagt. Ich kann euch ja mal das Logo in die Kamera halten. Genau. Columbia, und ihr seht schon, hier ist die Kooperation mit Disney 100. Und davon ist aber auf der Jacke, und das ist das Schöne eigentlich, nicht gar nicht so viel zu sehen. Das ist tatsächlich eher dezent. Wir haben hier einmal das Columbia X, wie heißt das, Emblem auf der linken Seite. Und auf der rechten Seite haben wir nochmal das Disney 100 Years Emblem. Das ist so Gummi. Beide sind relativ so gummiert. Das Geile ist aber, die Jacke ist innen mit so einer Folie oder was das ist. So ein ganz komischer Stoff. Ihr seht, das sieht aus wie eine Heizdecke und das Zeug hält auch tierisch warm. Wenn ihr aber mal genau hinschaut, ich halte es mal dichter an die Kamera, dann erkennt ihr etwas. Umso dichter ich komme, umso besser müsstet ihr es erkennen. Warte mal, ich nehme mal die Fläche hier. Jetzt komme ich mal ein bisschen dichter. Seht ihr das? Das sind alles kleine Hidden Mickeys. Ganz viele kleine Mickeys sind in diesem Futter quasi drin von innen. So. Für mich wäre die Jacke jetzt an dieser Stelle aber immer noch zu langweilig, weil die Mickeys siehst du nicht, wenn du die Jacke anhast. Das Einzige, was du von außen siehst, ist dieses Disney 100 Emblem und das war's. Bis, wenn man die Kapuze aufsetzt. Denn da sind Mickey-Ohren dran. Und das ist kein Scheiß, das ist eine Herrenjacke. Ausnahmsweise mal für Herren gefunden. Ihr seht, die haben die Mickey-Ohren hier auf der Kapuze. Es ist, und die Jacke hält warm. Ich kann euch das gar nicht also in Worte fassen, wie warm es ist. Ich ziehe die morgens an, ich packe die Hände in die Jackentasche oder aber auch wenn ich draußen bin. Immer wenn ich die Hände in die Jackentasche packe, sind die Taschen warm. Das kannte ich von den Jacken davor, die ich hatte, nie. Du hast die Hände in die Tasche gepackt, die Tasche war erstmal kalt. Die warme Hand, wenn sie denn noch warm war, der hat die Tasche so ein bisschen aufgewärmt. Aber jetzt in die Jacke, ich greife da rein. Die Tasche ist direkt warm. Und auch dieses Innenfutter scheint zu funktionieren. Naja, es wird ja quasi isoliert. Die Wärme ist ja wie mit einer Frischhaltefolie oder mit einer Alufolie. Die Wärme wird komplett isoliert und es kommt auch kein Wind durch. Also die Jacke ist echt stark. Die ist schön warm, die ist gemütlich, die geht bis oben hin, bis unter das Kinn zu. Ich mag sowas. Und sie sieht gut aus. Fakt ist, diese Jacke in jedem Fall ist wohl etwas dezenter. Im Gegensatz zu dem, was ich sonst so trage. Sagen wir es so. Es ist zwar dezent Disney, aber es ist gut dezent. Ja, und ansonsten bin ich hier eigentlich auch schon durch. Mehr Disney habe ich nicht zu zeigen, außer natürlich mein Weihnachtsgeschenk vom Weihnachtsmann. Eine Funko Pop-Figur, und zwar ein Mickey in einer Space Mountain Gondel, und zwar dem amerikanischen Space Mountain. Ich weiß gar nicht, ob Anaheim oder Florida nachempfunden, Orlando. Das kann ich nicht sagen, welche Gondel das sein soll. Aber es ist ein Mickey mit in einer Space Mountain Gondel. Das steht, glaube ich, auch hier oben irgendwo drauf. Space Mountain Attraction, genau. Mickey Mouse at Space Mountain Attraction. Gefällt mir. Kann man schon fast hier mit zu den anderen Figuren tun. Aber ich habe da so eine Funko Pop-Ecke, wo auch die Lego Brickheads drin stehen mit. Dann sind wir auch schon durch mit den bisschen Disney. Wie ihr seht, einmal Hausschuhe, einmal eine Jacke für draußen und eine Winterjacke. Und die Mickey Maus. Erwart gar nicht.
Da sind wir schon zu Ende. Also, zurück zu Johnny. Ja, und das war doch eigentlich schon. Mehr gibt es hier heute nicht zu sagen in dem Update-Video. Es ist diesmal wirklich kurz und knackig. Das finde ich gut. Können wir gerne so kurz und knackig beibehalten. Es muss halt nur auch hier noch Material sein, worüber man berichten kann in so einem Update-Video. Sonst ist es ja kein Update. Wie gesagt, wir hatten Partworks, wir hatten Köln, wir hatten die Black Pearl und wir haben Disney abgearbeitet. Also etwas von jedem was mit dabei. Und wie sich das gehört, das ist letztes Jahr, ich weiß, das ist ein bisschen eingeschlafen. Jetzt werde ich mir auch die neue Mickey Maus auch gleich mal schnappen und jetzt gucke ich mal, ob ich auf der Schnelle auch wirklich einen guten Witz noch finde, wa? So ein Karlauer hier. Ja, der ist nicht schlecht, den kann ich vorlesen, glaube ich. Der findet den gut, pass auf. Also, ein Ehepaar sitzt im Zug, die Frau fragt, fahren wir schon? Darauf der Mann, nein, die Leute tragen extra für dich den Bahnhof vorbei. Verstehst du? Ja, musste schon ein bisschen nachdenken. Das ist nicht einfach, aber viel gut. Also, wenn das immer so laufen würde, wäre die Deutsche Bahn wahrscheinlich auch viel pünktlicher. Apropos Deutsche Bahn, wird ja wieder eine harte Woche, die da vor uns steht. Licht. Naja, lassen wir das, sind wir durch eigentlich für heute, wa? Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es war informativ und unterhaltsam. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder im Februar mit dem Update. Oder vielleicht auch nicht, wenn es nichts zu updaten gibt, gibt es im Februar nichts zu updaten. Nichtsdestotrotz sind wir am Ende. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen. Sehen wir uns beim nächsten Mal. Macht die YouTube mit Ü.